Sie verbrennen die Wale. Sie verbrennen die Wale. Könnte das Ding da kaputt machen. Die wundern sich dann bestimmt. Ich werde das Ding nicht mehr lange verstecken. Ja, ihr findet eh nichts. Er muss hier überall nachsehen. Ja, ja, sucht überall. Nee, das Ding ist von alleine runtergefallen. Ach komm, gehen wir. Keine Lust auf den Mist. Oder hat mich einer gesehen? Ja, du kommst hier eh nicht hoch. Ich will nochmal das Herz ausrüsten. Hier gibt's so diese Knochendinger. Ey. Auch um mich zu schießen. Sonst muss ich euch noch töten. So, da ist eins, da ist eins. Wie weit sind die weg? Sehe ich das? Nee. Ja, ihr wisst einen Scheiß. So. Erstmal da heil runterkommen. So, jetzt muss ich muss zurück zum... Rüste das Herz aus. 21 Meter da oben, 74 nach da. Ich muss jetzt aber zu diesem einen Typen zurück, auf jeden Fall. Der uns hier den Auftrag gegeben hat. Da komme ich nicht dran. Das war doch hier in der Gasse irgendwo, oder? Ja, guck mal, hier sind doch meine Freunde. Dann zurück zur Destillerie. Hey, 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 Moment! Mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Ach, halt's Maul. So, gut. Da komme ich nicht dran. Okay. Ja, ein Knochenartefakt ist in die Nähe. Ich komme ja an nichts dran. Das nervt. So, Junge, ich habe deinen Bediensteten gefunden. Ist ihm nicht sonderlich gut gegangen. Hallo? Habe ich das schon abgeschlossen oder wie? Nein, ich bringe den, muss den Audio-Diagraphen-Dings zurück. Wo ist denn Slackjaw hin? Slackjaw. Hallo? Typ. Den kann ich nur überfallen. Das ist irgendein Schläger nur. Schläger, Schläger. Wo ist Slackjaw? Ist auch nicht Slackjaw. Ah, Mann. So, ich will das Geländer hochlaufen. Er war doch hier, sonst. Vielleicht hier weiter. No, no one will keep us from death. Ah, natürlich nicht. Gepökeltes Fleisch, noch eine Flasche. Zack. Zwing mich nicht dazu, dir das wegzunehmen. Du sollst mir ja nichts wegnehmen, du sollst mir sagen, wo Slackjaw hin ist. Steht das da irgendwie? Nehmen wir mal hier alles aus. Das ist nur die optionale Quest. Slackjaw, okay. Jetzt sehe ich ja, wo er ist. 40 Meter. Ja, lass mich mal vorbei.
da steht der. Ja, sag mir das doch einer. Okay, Nachtsicht. Wusste gar nicht, dass ich das Talent habe. Stackjaw, ich hab was für dich. Hier sind seine letzten Worte. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Stackjaw, ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hat er auch keinen Schimmer. Deshalb braucht ich so lang. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Siehste? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns noch mal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Leise und ohne Mord? Finde ich gut. Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slackjaw es auch nicht. Das klingt ziemlich geil, das will ich machen. Da ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich irgendwas versaue. Begib dich zu Captain Chair, nicht töte dich für den Kunsthändler in der Golden Cat. Okay, das beides habe ich ja. So, perfekt. Was ich auch noch wissen würde. Ah, schade, ich kann ihn nur umbringen. So, ich wüsste aber noch gerne, was dieses Ding hier tut. Okay, da kann ich durch, wenn ich schnell genug bin. Hoch. Sprinten, durchrutschen. Na, fuck. Okay, das ist schwierig. Nice. Steht wohl jemand auf Schmerzen? Was denn? Ich bin doch nur hier hinter. Glühpaste. Sammle Bauplayer und neue Verbesserungen und Ausrüstungsgegenstände in Pieros Werkstatt beim Houndspit Pub freizuschalten. Nett. Heilkräuter, Kupferdraht, Kugeln, noch mehr Zeug, Springmine, Granate, Kugeln, Granate. Ey, das will ich haben. Kugeln brauche ich nicht mehr. Mana-Elixier. Ja, bist du bald fertig damit, mir mit Schmerzen zu drohen? So, nochmal diese Essenz. Apfel, ein Beutel, Münzen. Da ist nichts drin, eine leere Flasche. Ah, und da oben komme ich auch wieder raus. Nett. Ich muss die Augen aufhalten. So, und heil wieder runter. Na? War hübsch da drin. Ich hab ne fucking Ratte getötet.
Palm down. Oh, ich habe den Schlüssel zum Reservelager der Destillerie bekommen. Neues Knochenartefakt. Albinos. Begegnest öfter weißen Ratten. Was habe ich davon? Ah, hier war... Da hinten war doch noch was mit dem Destillerie-Schlüssel. Ich lasse mir jetzt Zeit, ich will den ganzen Mist finden. Die Bordelle siedeln sich rund um die Destillerien an. Sie sind unzerteilig. Ja, ich habe keine Ahnung warum. Hier war es nicht. War das hier unten? Mit dem Schlüssel? Nee. Warum habe ich... Wo habe ich den Schlüssel überhaupt her? Aber hier gibt es auch sonst nichts mehr, leider. Na, würde ich mal sagen, machen wir uns auf, eine Tresorkombination zu bekommen. Eine Hand wäscht die andere. So. Gab es hier noch irgendwas? Keine Ahnung. Aber wenn man hier hochklettern kann, wird es irgendeinen Sinn haben. Naja, vielleicht wenn das Gebiet feindlich ist, damit man denen ausweichen kann. Das könnte sein. Was ist hier unten? Nichts. Okay, dann auf ins Bordell. Über unseren hübschen... Zur Bottle Street. Über unseren hübschen Dachzugang. Wir zahlen ja kein Geld dafür. Soweit kommt's noch. Destilleriebezirk. Jetzt kann ich es auch lesen. Und es ist unerträglich warm. Ich weiß nicht, wie lange ich heute aufnehme. Solange bis meine Tastatur keine Omelette jetzt hier 300 Jahre. Hat er sich aufgehängt? Der hat sich aufgehängt. Schön. Oh, ah, geil. Warum auch immer. Eine Rückmeldung. Okay, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt auf der anderen Seite. Keine Ahnung, warum gerade das Spiel abgeschmiert ist. So, wo muss ich hin? Irgendwie sind keine Quests mehr ausgewählt. Begib dich über das Captain's Chair Hotel zur Golden Cat. Golden Cat, Captain's Chair Hotel. Okay, da wollen wir hin. Nehmen ja den Secret Weg, wenn wir ihn schon haben. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Walöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. Warte. Ich hab doch. So. Ja, ja, du hast mich gehört. Das ist großartigst. So, diese ganze Scheiße hier mal abmontieren. Ja, und ich muss natürlich wieder da durch. Dann möchte ich meinen Schattenkram haben. Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich finde dich schon. Wie konnte ich ihn verlieren? Ich weiß, was? Dass du hier in der Nähe bist, abschauen. Ich dachte, ich hätte die Wand ausgeschaltet. Ich habe doch die Walöltanks kaputt gesch... Ach komm. Ich habe doch die Walöltanks kaputt geschossen. Ich dachte, die Wand wäre dann aus. Warum war die immer noch an? Achtung, Bürger von Dunwall. Schnauze. Ja, ja. Okay. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Ja, ja. Da hoch komme ich wahrscheinlich nicht.
Was passiert, wenn ich die kaputt schieße? Was? Die Lichtwand? Ich weiß, dass du hier bist. Oh, ich habe aus Versehen jemanden getötet. Nee, das mache ich nochmal. Ich dachte, die Lichtwand würde dadurch ausgehen. Tut sie aber nicht. Ich habe mittlerweile meine Schnellladen- und Speichertasten gefunden. Ach, das speichert auch nicht den letzten Checkpoint. Okay. Damit lade ich also den komplett letzten Spielstand. Gut zu wissen. Gut, dass ich das jetzt ausprobiert habe. So. Das heißt, ich muss jetzt irgendeinen Weg um diese Lichtwand rumsuchen. Achtung, Bürger von Dunwall. Sofort wird Wahlöl nun was? Abgegeben. Hallo? Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. Danke. Keine Lust auf dieses Geblöke von dem Typen. Ja, ja. Sucht ihr nur. Ist das da unten nur ein Versteck oder? Nee, da komme ich auch nicht weiter. Wie komme ich durch diese Lichtwand? Das ist jetzt die Preisfrage. Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. Okay. Dann ist die Preisfrage. Die Lage ist schlecht. Wie komme ich da jetzt vorbei? Wahlöltanks kaputt zu machen reicht ja scheinbar nicht. Okay. Das ist doch nicht so schlecht. Das hat etwas. So. Ah, die Wahlöltanks sind mit gar nichts verbunden. Kann ich die kaputt machen? Ja, ja, ja. Und ich töte mich selber. Ich wusste nicht, dass es da so weit runter geht. Wieso? Wie mache ich dieses Ding kaputt? Da stand Kabelwerkzeug erforderlich. Nur kriege ich das her? Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Wahlöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Hallo. Vorschrift ist strafbar. Warum brauche ich da 300 Schüsse für? Da unten laufen irgendwelche Ghule rum. Hübsch. Ah, wie komme ich durch die Wand durch? Höchstens übers Dach würde mir einfallen. Ah, da komme ich ja unmöglich hoch. Auf den Stein darüber würde ich können, aber das bringt mir nichts. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als mal den. Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Okay, gehe ich erstmal hier nach unten.